Wie schaffst du es, dass die Menschen an diesem Wahlsonntag tatsächlich zur Urne kommen? Wie mobilisierst du die Menschen, die dich tatsächlich unterstützen wollen? Im Endeffekt zählt, was für ein Eindruck beim Wähler rüberkommt. Wenn sie dein Gesicht zuordnen können zu deinem Namen, dann bist du bekannt. Das heißt noch lange nicht, dass sie dich für kompetent halten oder dich wählen. Als politische Führungsperson musst du eben in deinem Denken beweglich sein. Du musst schnell Entscheidungen treffen können. Du musst flexibel sein, genauso wie ein Kampfpilot in einer Extremsituation. Versuche, den Gegner in die Angriffslinie zu bekommen. Du musst deinen Jet hinter den anderen Jet bringen und ihm den Wahlkampf vordiktieren. Politiker müssen fachliche Kompetenz haben. Das ist ein häufig erwähnter Satz. Doch was bedeutet das überhaupt? Und wenn du mehr erfahren möchtest, wie die unsichtbaren Muster von Wahlsiegen funktionieren, dann melde dich gerne an www.wahlengewinn.de. Und du hältst in den nächsten paar Tagen verschiedene Tools, Methoden, Tricks für deinen Wahlkampf.